Ganz elegant in dunklem Outfit und mit ihrem Bart tritt Conchita Wurst vor die Fotografen. Die ESC-Gewinnerin stellt ihre neue Single-CD You Are Unstoppable vor. Und sie hat auch noch eine Biografie im Gepäck. Ich Conchita heißt das Werk, in dem sie über ihre rasante Karriere, aber auch über ihre Jugend schreibt. Ihr Coming-out hatte die als Tom Neuwirth in Österreich geborene Sängerin über eine Zeitung bekannt gegeben, noch bevor ihre eigenen Eltern davon erfuhren. Also so ganz unfreiwillig war es natürlich nicht. Ich hatte diese kurzen Momente von, was mache ich jetzt? Lüge ich jetzt oder stehe ich zu mir? Und dann habe ich mich dazu entschlossen, einfach das zu sagen, was es ist. Würde ich jetzt nicht empfehlen, sollte das jemals jemand vorhaben, vielleicht nicht in der Zeitung und dann erst den Eltern, umgekehrt ist irgendwie netter. Das habe ich verabsäumt und es tut mir eigentlich auf der einen Seite ein bisschen leid, dass ich ihnen die Zeit genommen habe, die ich ja hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte jahrelang Zeit zu verstehen, dass mit mir nichts falsch ist und dass die Gesellschaft da einen Fehler hat und nicht ich. Aber die Zeit habe ich meinen Eltern genommen. Die mussten einfach damit umgehen. Und zum einen tut mir das ein bisschen leid, zum anderen aber auch nicht, weil ich, vielleicht war das für die Charaktere meiner Eltern auch der richtige Schritt, ohne es zu wissen. Conchita engagiert sich für Toleranz und durfte sogar schon vor der UNO sprechen. In die Politik will sie allerdings nicht. Sie will Weltstar werden. Und auf diesem Weg hat sie es ja schon ganz schön weit geschafft.